Morgen, guten Morgen. Heute beginne ich gleich meinen letzten Teil vom Gehirnjogging mit dieser Frage: Was seht ihr hier? Na gut, das war ja nicht schwer zu erraten. Das waren schlicht und einfach Pferdeäpfel. Also dann auf zur zweiten und letzten Runde Gehirnjogging. Wohin man schaut, der Frühling erwacht. Die schönsten Blumen in Gelb. Und was seht ihr hier? Ganz leicht zu erraten. Eine Windmühle. Eine schöne, bunte Windmühle. Jetzt steht sie, weil der Wind aufgeht zu pusten. Und hier, was sehen wir hier? Ein Vogelhäuschen, natürlich, auch ganz leicht. Und hier noch einmal eine Windmühle. Wie nennen sich diese Blumen? Genau, Rose. Und was sehen wir hier? Einen wunderschönen alten Baum. Und das Teil, das war einmal ein Baum. Also, was war es? Es war einmal ein Baum. Ach, bist du ein Hübscher. Jetzt spiele ich mal Mundharmonika. Also das war nun ein ganz, ganz lieber Hund. Und ich bedanke mich nochmal bei dem Herrn, der mir gestattet hat, seinen Hund zu filmen, indem ich auch Mundharmonika spiele. Nochmals herzlichen Dank dafür. Na, wir sind ja nicht nur hier, um mit Hunden zu spielen, sondern wir wollen ja auch unser Gehirn anstrengen. Deswegen heißt dieses Spiel ja Gehirnjogging. Meine nächste Frage wäre: Was ist das? Ein Stapel Holz auf einer alten Karre. Richtig geraten, prima. Na komm, das nehmen wir auch noch mit. Das ist eine Bauarbeiterhütte oder eine Hütte zum Feschbau machen für die Waldarbeiter. Und meine Frage lautet: Welche Farbe hat diese Hütte? Grün, gelb oder rot? Ganz einfach, rot. Ach, ich finde heute gar kein Ende, nach passenden Objekten zu suchen, die ihr raten sollt oder erraten sollt. Und hier zur Abwechslung einmal ein paar Jogger und beende meine Reihe Gehirnjogging. Tschüss. Naja, die Frau muss noch drauf. Die Frau muss noch drauf. Na gut, der Knabe soll auch noch drauf. Jetzt kommt aber wirklich nichts mehr. Jetzt könnt ihr abstellen. Ende. Macht's gut.